Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute kommt der zweite Teil des Videos über Interactive Brokers. Und wer jetzt hier zuschaut, sagt, wo ist denn da der erste Teil? Das erkläre ich gleich nach dem Vorspann. Gestern haben wir ja auf dem Jens Rabe Kanal schon einmal über Interactive Brokers gesprochen. Und zwar diesmal nicht als Broker als solches, sondern über die Aktie. Und ich hatte euch gezeigt, dass die Aktie momentan durchaus interessant erscheint vom Kaufzeitpunkt her. Und jetzt wollen wir uns heute mal anschauen, wie könnten wir denn diese Aktie mithilfe einer Optionsstrategie, mit einer relativ simplen Strategie kaufen. Und zwar über sogenannte Cash Secured Puts. Herzlich willkommen an dieser Stelle auch mal alle, die vom Jens Rabe Kanal hier rübergekommen sind. Ne? Wenn ihr da seid, dann wisst ihr normalerweise Jens Rabe Kanal, da geht es über Aktien, da gibt es so Trading und so weiter. Hier bei Optionsstrategien, da machen wir eben die etwas fortgeschritteneren Strategien, nämlich das, wie die Profis eigentlich Aktien kaufen. Ne? Also gerade die professionellen Privatanleger, wie machen die denn das? Die gehen nicht einfach in den Markt und sagen, okay, ich lege ein Limit rein, sondern die machen das ein bisschen anders. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt heute hier in diesem Video. Also, fangen wir mal an. Wir haben ja momentan die Aktie von Interactive Brokers. Das Symbol ist IKBR. Interactive Brokers. Ne? Und die sitzt so ungefähr so bei $62. In etwa. Ungefähr kostet die momentan $62. So, jetzt könnten wir natürlich sagen, okay, wir haben schon gesagt, es sind demnächst, ich gucke nochmal schnell auf meinen Zettel genau, wo haben wir es stehen? Hier am 17. Juli sind die Earnings angekündigt. Das kann sich immer mal ein bisschen verschieben übrigens. Ne? Wenn ihr euch also manchmal wundert, dass ihr was über Earnings hört, ne? Sagt, ah, die Earnings kommen jetzt am 5. und dann am 5. kommen sie dann doch nicht. Ne? Woran liegt das? Naja, weil die Firmen das manchmal ein paar Tage hin oder her verschieben. Meistens nicht vor, sondern meistens zurück, also nach hinten. Und deswegen sind die vielen Dienste, die das im Internet anbieten, Earnings Whispers und so weiter, haben dann manchmal die falschen Informationen. Das heißt, checkt das immer noch mal gegen, wann wirklich die Earnings kommen. So, Aktie bei $62, in ein paar Tagen sind die Earnings und ihr sagt jetzt, okay, ich möchte diese Aktie kaufen. Einfachster Weg natürlich ist, ihr geht jetzt her und sagt, okay, ich kaufe mir einfach die Aktie. Ja, das ist relativ simpel. Dann geht ihr halt her und sagt, okay, ich lege los, kaufe die Aktie. Das könnt ihr ab einem Stück machen, das heißt ab $62 seid ihr stolzer Anteilseigner von Interactive Brokers. Ihr könnt 10 kaufen, 100, 100.000, wie auch immer ihr wollt. Das heißt, das ist der große Vorteil, ihr könnt es skalieren. Ne? Das heißt, ihr könnt sehr wenig Geld einsetzen. Wer sagt, ich will nur 200, 300 Dollar einsetzen, der kann das machen. Gerade bei IB kostet der Kauf amerikanischer Aktien in Amerika nur $2. Das heißt, wer hier $300 einsetzt, ne, der hat weniger als 1% Gebühren für diesen Kauf. Und wenn ihr $20.000 einsetzt, dann bleibt es trotzdem bei diesen $2. Also das ist wirklich ein super, super Vorteil. Und das ist also ein großer Vorteil, dass ihr es, wenn ihr die Aktie einzeln kauft, könnt ihr sie skalieren. So, was ist jetzt allerdings der Nachteil? Naja, ihr müsst euch eben zu einem bestimmten Punkt entscheiden, jetzt gehe ich in die Aktie rein oder aber ihr sagt, okay, ich setze ein Limit. Und jetzt sagen wir mal, ihr sagt, ah, ich glaube, bei 60 würde ich sie kaufen wollen. Ne? Also Limit bei 60. So, $60. Okay, was passiert jetzt oder was kann jetzt passieren? Es gibt genau zwei Möglichkeiten, nämlich Nummer eins, die Aktie fällt auf 60 oder weniger Dollar, dann habt ihr sie. Oder aber sie fällt eben nicht mehr auf $60, dann habt ihr sie nicht. Ne? So, das ist ganz normal, Pro und Contra, ist jetzt erstmal nichts Positives, nichts Negatives. Optionshändler machen das ein bisschen anders, nämlich die machen sogenannte Cash Secured Puts. Cash, das soll ein S sein, Secured Puts, abgekürzt auch CSP, Cash Secured Puts. Und das bedeutet, wir schreiben Optionen, das heißt schreiben bedeutet, wir verkaufen Optionen. Immer wenn wir eine Option verkaufen, bekommen wir Geld. Und dieses Geld können wir auf jeden Fall behalten, egal was passiert. Und wenn wir Glück haben, bekommen wir in dem Fall sogar noch die Aktie. Und das funktioniert folgendermaßen. Also, angenommen auch, wir sagen jetzt, okay, wir wollen hier bei $60 die Aktie von Interactive Brokers kaufen, dann können wir einen Put verkaufen am Strike von 60.
Put bei 60. Ich habe uns jetzt mal zwei verschiedene Laufzeiten herausgesucht. Und zwar einmal ist das hier der 17.8. Und einmal ist das der 21.9. Restlaufzeit hier beim 17.8. sind 38 Tage, beim 21.9. sind es 73 Tage. Wenn ihr, je nachdem, wann ihr das Video jetzt seht, rechnet mal nach. Ne? Also 17.8., 21.9., das sind die klassischen Verfallstage. Tipp noch für alle, die sich schon mit Optionen auskennen: Interactive Brokers hat keine Weeklies, also gibt es keine Weekly-Optionen darauf. Okay, so, was bekommen wir jetzt, wenn wir diesen 60er-Put schreiben? Wenn wir diesen 60er-Put verkaufen, das heißt, wir machen quasi, für alle, die sich jetzt mit Optionen nicht auskennen, einen Leerverkauf. Wir verkaufen eine Option, die wir nicht haben. Wir gehen short in diesen Put, das kann man ganz einfach machen. Ne? Dann bekommen wir aktuell hier 1,45 Dollar. Und da sich eine Option immer auf 100 Aktien bezieht, bekommen wir also hier insgesamt 145 Dollar. So. Machen wir das mit einer etwas längeren Laufzeit, nämlich bis zum 21.9., dann bekommen wir 2,20 Dollar pro Aktie, das heißt insgesamt 220 Dollar. Und was passiert jetzt? Nochmal dieselbe Ausgangslage, als würden wir die Aktie einzeln kaufen. Entweder die Aktie fällt nicht mehr auf 60 oder darunter, dann werden diese Puts wertlos verfallen und das heißt, wir haben 145 respektive 220 Dollar Prämie kassiert. Die gehören uns. Die können wir behalten, ne? Die nimmt uns niemand mehr weg. Das ist unser Geld. Riesenvorteil gegenüber demjenigen, der ein Limit in den Markt gelegt hat. Der das Limit in den Markt gelegt hat, der kriegt nichts. Ne? Der hat das Limit reingelegt, hat die Aktie nicht bekommen und steht jetzt da. Wir können zumindest, wenn der Preis nicht mehr runtergeht, diese beiden Prämien kassieren. Und wenn ihr euch das mal anschaut, 60 Dollar wollten wir ausgeben pro Aktie, also insgesamt 6.000 Dollar. Davon ist 1%, sind also bleiben 60 Dollar. Das sind über 2,5% oder über 2%, die wir hier bekommen in 38 Tagen auf die Summe, die wir einsetzen wollen. Hier sind es ungefähr 3,5%, ne, auf 79 Tage. Also ziemlich gute Prämie, die wir da einnehmen. So, jetzt könnten wir aber auch sagen, okay, ich will lieber noch ein bisschen vorsichtiger sein. Wir können natürlich auch auf einen 50er Put gehen. Da bekommen wir aktuell 55 Cent für die kurze Laufzeit, das heißt 55 Dollar. Und wir bekommen hier in der etwas längeren Laufzeit 95 Cent, das heißt 95 Dollar. So. Und das heißt, dann muss der Preis schon auf 55 oder niedriger fallen, dass wir sie dann bekommen. Aber wir kassieren eben hier auf jeden Fall diese Prämie. Was ist jetzt der Nachteil von Cash Secured Puts? Weil es gibt ja nicht immer nur Vorteile, es gibt immer auch einen Nachteil. Der Nachteil ist ganz klar der, dass wenn die Aktie, viele sagen jetzt übrigens, Nachteil ist, was ist denn, wenn du die bei 60 eingebucht bekommst und dann fällt sie weiter? Das ist doch ein Nachteil. Nein, das ist kein Nachteil, weil wenn du sie bei 60 per Limit gekauft hättest und sie fällt weiter, ist das ja genau das Gleiche. Ne? Und hier hast du sogar noch diese Prämie bekommen. Also das spielt erstmal keine Rolle. Der Nachteil bei Cash Secured Puts ist folgender. Und zwar, dort müssen wir ein ganz klein wenig in die Optionstheorie einsteigen. Und zwar, wenn du einen Put hast, dann gibt es immer zwei Seiten. Bitte nicht verwechseln mit Put-Optionsscheinen, sondern wir reden hier über Put-Optionen. Es gibt immer zwei Seiten. Der eine hat den Put gekauft und der andere hat den Put verkauft. Wir sind die Verkäufer, die sogenannten Stillhalter, aber irgendeiner hat ja unsere Gegenposition. Und jetzt stellt euch Folgendes vor. Die Aktie ist aktuell bei 62. Wir haben diesen 60er Put geschrieben. Und jetzt passiert Folgendes. Die Aktie fällt hier runter. Unter die 60 per Limit werden wir jetzt hier sofort ausgeführt. Ne? Wir werden bei 60 ausgeführt oder wenn er mit dem Gap ein bisschen runter aufmacht, dann haben wir die Aktie. Hier könnte Folgendes passieren. Der Inhaber dieses Puts, also der den Put gekauft hat, der hat das Recht, die Aktie für 60 zu verkaufen. So, und dieses Recht hat er während der gesamten Laufzeit. Das heißt, wenn die Option bis hierher läuft, ne, als Beispiel, und wir haben jetzt noch eine Menge Zeit, 2, 3, 4 Wochen,
dann muss der nicht zwingend diese Aktien jetzt schon verkaufen. Das heißt, er kann auch sagen, hey, ich habe doch das Recht, bis zu diesem Tag die Aktien zu verkaufen für 60. Vielleicht erholt sie sich ja auch wieder, ich behalte sie einfach mal. Ne? Das heißt, er kann sie behalten, er kann die Option verkaufen, dann wirst du nicht ausgeführt, das heißt, du wirst nicht zwingend eingebucht. Und wenn jetzt das hier passiert, so, und die ist eben dann wieder über der 60 hier, dann kriegst du sie eben nicht, ne? Weil dann wird er sie dir nicht zuteilen, sondern du wirst sie nur bekommen, wenn sie in der Nähe des Verfalls bei 60 oder niedriger ist. Das ist also der Nachteil. Nichtsdestotrotz, das war ein ganz, ganz kurzer Einblick in Cash Secured Puts, ist Cash Secured Puts eine der Strategien, die ich permanent anwende, um Aktien zu akquirieren. Das heißt, das werde ich jetzt auch ganz konkret mit der Interactive Brokers machen. Das heißt, ich werde jetzt anfangen, erste Optionen zu schreiben. Ne? Ich weiß halt, okay, wenn es soweit ist, dann muss ich eben zum Beispiel, wenn ich den 60er Put hier nehme, dann muss ich 100 Aktien $60 kaufen, falls sie mir zugeteilt werden. Das heißt, kleiner Nachteil noch, ne, ihr müsst auch wirklich diese Summe haben. Wer ein 3000er Konto hat, der kann das definitiv nicht machen. Daher kommt dieses Cash Secured. Ne, das Geld muss da sein auf dem Konto. Ihr könnt es zwar auch auf Margin kaufen, aber eigentlich solltet ihr das Geld auch haben. So, und ich werde also jetzt anfangen, die ersten Puts zu schreiben. Bin mir noch nicht sicher, ob ich den 60er oder den 55er mache. Das werde ich noch sehen. Und kassiere somit die ersten paar Dollars auf jeden Fall schon mal ein. Fällt die Aktie weiter? Okay, dann nehme ich sie halt, nehme ich sie rein. Fällt sie nicht, habe ich zumindest ein bisschen Prämie verdient. Und gerade diejenigen unter euch, die größere Konten haben, ne, also die jetzt mal sagen, hey, ich kann auch mal 20.000, 30.000 Dollar in so eine Aktie investieren, weil das einfach mein Depot, weil das vielleicht ein paar hunderttausend groß ist weil das für mich Sinn macht. Die können natürlich auch eins machen, da sagen, okay, fangt mal an mit dem 60er Put, wird er zugeteilt, schreibt er halt noch einen 55er in der nächsten Laufzeit und somit akkumuliert ihr die Aktie nach unten sehr schön durch und kassiert immer noch Prämien, weil eins dürfen wir nicht vergessen, diese Prämien sind relativ hoch, ich habe es euch schon gezeigt, ein paar über 2% bei dem 60er Put jetzt allein. Und das mal aufs Jahr gerechnet, wenn ihr sowas immer wieder macht, gerade in Bullmärkten sind Cash Secured Puts für mich, finde ich, eine super Strategie, kassiert ihr sehr, sehr schöne Prämien und im schlimmsten Fall als quasi Plan B nehmt ihr halt die Aktien. Ne? Also Cash Secured Puts auch in Verbindung dann später noch mit Covered Calls, eine super, super, super Strategie. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn ihr mehr Fragen habt zum Thema Cash Secured Puts, wie man Aktien kauft, oder wenn ihr auch mal ein Beispiel habt, wenn ihr sagt, hey Jens, ich würde gerne diese Aktie jetzt kaufen wollen mit einem Put, was könnte man denn da machen und auf was muss man denn da achten? Schreibt mir das hier in die Kommentare und dann nehme ich das gerne auf und wir erklären das hier an einem Beispiel. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg an den Märkten, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.